Exercise versus Ersatzteam 5. Und diesmal keine Schusstechniken darf ich mitnehmen, sondern halt keine Torhütertechniken. Aber das ist ja bei uns nie das Problem. Daher muss ich halt die vier Spieler natürlich auswechseln und der Rest bleibt halt wie gehabt. So, nächstes Ersatzteam sind Level 35. Das sollte echt kein Problem werden. Kein Ersatz. In Reserve. Ja. Sollte wirklich kein Problem sein. Das heißt, ich wurde mal hier mal hin und wieder mal gefragt. Verdammt, was mache ich hier? Wie ich hier die Mannschaft level. Also eigentlich tue ich nichts anderes, außer halt die ganzen Fußballturnspiele spielen. Mehr eigentlich auch nicht. Das Einzige kommt drauf an, wie man am Anfang... kein Abseits, okay. Wie man das Ganze am Anfang macht. Denn wenn ihr jedes Mal neue Spieler mitnehmt, die gerade mal frisch Level 1 sind, könnt ihr halt in keiner späteren Tour mitschleppen. Könnt ihr schon, dann könnt ihr erst gar nicht einsetzen, weil das noch zu spät ist. Also überlegt euch ganz gut, welche Spiele ihr auf jeden Fall haben wollt. Das Kapselsystem hier ist so einfach. Da wurde ich auch gefragt, halt, wie das Ganze hier funktioniert, mit den, wie ich die Leute bekommen habe. Ja, das Kapselsystem hier in diesem Spiel ist so mega einfach gestaltet, finde ich. Man braucht kaum Sachen. Oh, Level Up. Kaum Sachen. Ja, tun, um die Spiele anzuwärmen, außer halt hoffen, dass es droppt. Aber da gibt es auch einen kleinen Trick, wie man den denjenigen bekommen kann. Und zwar, es gibt verschiedene Tricks, die im Internet stehen, aber die habe ich ausprobiert, die funktionieren nicht, dass man irgendwie einen Spieler resettet, also hier man ist so eine Art Resetten, aber wenn man das Spiel an- und ausmacht, bleibt es trotzdem immer noch derselbe. Man muss erst einen anwerben durch die Kapsel und dann an- und ausmachen, um halt das neu zu mischen. Ich bin der Meinung, dass es klappt, aber irgendwie ist es nicht so geil. Aber ja, mein Empfinden ist es halt, man muss halt die Spiele aufnehmen, solange bis halt der Spieler kommt. Das heißt, wenn man den wieder wegmacht, ist er wieder in der Kapsel drin. Das heißt, ihr könnt ihn wieder ziehen. Und das ist nicht gut. Also, wenn ihr irgendwelchen Team aufbaut, habt erstmal Platz in euren Sachen. Ihr könnt unter das, wenn ihr ein Menü aufmacht, unter Info-Spieleliste, da könnt ihr die ganzen sehen, wo die sind. Dann steht da, ist auch alte Mannschaft, FFI-Teams und andere Mannschaft, andere Japan-Gedöns und die neuen. Die neuen sind halt dementsprechend abwehrbar, aber die restlichen sind in den ganzen Kapseln verteilt. Ja, da könnt ihr halt nachgucken. Und ansonsten leveln würde ich halt immer über die Fußballtouren, also über die Mannschaften hier. Am Anfang würde ich halt klein anfangen, bis zu einem gewissen Level, und dann halt immer wieder gegen höhere Mannschaften versuchen, erstmal zu leveln. Wenn ihr es dann schafft, ist es gut, gibt doppelte Erfahrungspunkte, deswegen mache ich das hier. Aber kein Abseits, gut. Aber es dauert halt sehr lange. Das Leveln hier ist echt mühselig, wie in den ganzen anderen Teilen. So. Da haben wir schon das nächste Tor. Nehmt dann eure Lieblingsspiele oder sagt, ach komm, ich nehme mal die Spiele, die eigentlich in Anführungszeichen nicht overpowered sind, und level einfach damit. Ich habe hier jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht, sind die alle so gut? Aber wenn ich jetzt hier an Klauser denke, die als Torhüterin zu nehmen,
Ja, könnte man natürlich machen. Aber da kommt an King natürlich nicht ran, wer sich da auf die Werte spezialisiert hat. Also eins ist klar, die Leute, die aus der Story kommen, also die ganzen Spieler, auch die ganzen anderen Mannschaften, die sind natürlich alle gut. Bis auf, bis halt die komischen, ja, Randoms-Leute, die eingefügt wurden. Die sind ja alle grottenschlecht. In der Regel. Aber da kann auch Ausnahmen sein. So, jetzt schießen wir erstmal das dritte Tor, würde ich mal sagen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne mit Fragen versuchen. Ich kann sie versuchen zu beantworten. Aber in der Regel lernt man alles durch das Spielen. Wie man was anwerbt, das wird ja auch im Spiel erklärt, wenn man halt... man wird ja auch gesagt, ungefähr da und da ist es. Aber alte Spieler... wie King, wie zum Beispiel Stonewall, die habe ich alle über die Kapseln. Der einzige, der geblieben ist, ist tatsächlich Hawkins. Also, wir haben Kapsel angeworben, abgeworben. Der müsste... Ne, der ist ein alter Charakter. Bloom ist eine Kapsel gewesen. Der ist abgeworben, weil die drei sind ja in der USA vertreten, deswegen. Torres, das sind alles abgeworbene Teile. Abgeworben von halt der letzten. In der Kapsel drin, der ist, glaube ich, aus Fire Dragon abgeworben. Cloak ist eine Kapsel drin. Da gibt's keinen Unterschied, das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, zwischen Cloak Shuriken und Cloak Redux. Dark Emperors oder so. Neo Japan. Entschuldigung. Jetzt bin ich echt durcheinander. Das ist ein und derselbe Cloak. Also, das ist tatsächlich der eine selbe. Und Coyote von Team D wird abgeworben. Also, alle Mannschaften, die man quasi trifft und besiegen muss in den Spiel, alle Spieler werden abgeworben. Alle anderen, die man aus älteren Mannschaften, die werden alle durch die Kapseln holbar möglich sein. Und das ist wirklich mega easy. Man muss halt genug Münzen haben und immer wieder einwerfen, aufnehmen, bis man den Spieler hat, den man sucht in der Abteilung. Es gibt einige Kapseln. Ich glaube 11 oder 12 oder 5. Ich weiß es nicht auswendig. Wie viele. So, ich würde sagen, er hat jetzt wieder den Ball geholt. Dann geben wir ihm mal einen Snack. So, wo haben wir ihn? Nämlich die 2 bedeutet quasi die andere Form. Falls das noch niemand herausgefunden hat oder nicht weiß. Zum Beispiel dieser Stonewall ist nämlich die Redux-Version aus Inazuma Eleven 2. Und der andere ist halt die Inazuma Japa-Version, also aus dem Teil. Und dann gibt's halt Snow, gibt's auch nämlich auch in 2 Versionen, einmal jetzt halt in der Form und halt die ältere Form mit Verschmelzung von Aiden, also Aiden Frost, so gesehen aus Teil 2. Und dann gibt es halt auch dementsprechend alle Redux-Versionen, die es gibt. Die haben alle diese 2. Deswegen ist King und halt Stonewall, das ist quasi die Redux-Version. Die haben unterschiedliche Fähigkeiten. Nur King aus Redux hat noch, Fangzahnfänger. Was ich geiler finde als die Attacken, die er heutzutage gelernt hat. Ich glaube, die Endless-Mauer hat er noch gelernt im Anime. Also auf jeden Fall Boy-Experte in Neo Japan. Und halt die andere. Sind zwar geile Sachen, aber an Fangzahnfänger kommt man nicht ran, finde ich, von den ganzen Techniken, die er gelernt hat.
Nicht nachlassen jetzt! Also, ihr braucht definitiv Geduld. Ihr müsst immer wieder Münze reinwerfen und hoffen, dass ein seltener Spieler kommt und hoffen, dass sie dann da drin sind. Es gibt ja natürlich auch andere seltene Gegner. Spieler. So, wir haben 5-0. Ich rede hier sehr gut. Ja. Der einfache Trick ist einfach tatsächlich, die aufzunehmen, solange man noch Platz hat. Am Anfang ist es ganz gut. Stellt euch sofort schon die Mannschaft auf. Schreibt euch die auf, die Leute, die ihr haben möchtet oder die ihr anwerben möchtet. Und dann so wenig wie möglich wechseln. Deswegen konnte man hier ganz gut die Mannschaft aufstellen. Was in Go and Go Chronos Dawn nicht so einfach ist mehr. In Go muss man bestimmte Items bekommen. Das finde ich eigentlich das Schlimmste. Weil jetzt sind zum Beispiel zwei Spieler, die ich für Go noch rekrutieren möchte. Die kriege ich erst ganz zum Schluss des Spiels. Also der Touren. Und ich muss jetzt schon die Touren vorziehen, um diese Spieler zu bekommen. Ich finde das echt nicht schön. So, jetzt müssen wir da aufpassen, dass wir hier nicht ein Tor reinkriegen. Aber wir haben hier Blocker. Ja, nehmen wir mal Wahlkampf, ist okay. So. Da kommt der Wahl heraus. So, wir schmeißen jetzt nochmal die Welle. Wo haben wir die? Hier, Amazonas Welle. Und dann, ja, nehmen wir mal noch einmal Megalodon. Ja, wir holen mal den Hai raus. Erst kommt die Welle und dann kommt aus der Welle der Hai. Und du kannst nichts machen. Ja, ich interessiere mich schon, was für Mannschaften ihr so habt. Habt ihr irgendwelche Spezialleute oder habt ihr da irgendwelche Leute, die man nicht so auf dem Schirm hat? Oder habt ihr immer diese krassesten Spieler wie Paolo, wie Robingo und wie sie alle heißen halt. Jetzt dann auch noch Hector und Marc und ich finde, viele mögen Marc als Torhüter. Er soll ja auch angeblich immer der Stärkste sein. Was ich nie empfinde, um ehrlich zu sein. Ich habe das Gefühl, das hängt eher auch an den Techniken ab und was für einen Wert die dann haben. Man kann ja auch viele trainieren. Ich kenne mich da auch nicht so aus, aber ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem Team, das ich jetzt hier habe. Ja, selbst der kleine Randall hat auch eine kleine Chance. Gut. Ich würde dann sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Mannschaft. Wir haben ja noch 8 Spiele vor uns, damit wir die komplette Tour durch haben und alle Touren dann auf S-Rang gebracht haben. Ich hoffe mal, ich komme hier ganz gut durch.